Und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Spore. Wir haben unser Rathaus in der letzten Episode fertiggestellt. Wir sind in der Zivilisationsphase und dann springen wir jetzt da rein. Du trittst jetzt in die Zivilisationsphase ein. So, dann geht's auch gleich weiter. Ich soll ein Landfahrzeug bauen. Okay. Sowas tue ich mich ja gewöhnlicherweise immer ein bisschen schwerer. Auch hier gibt es Stats, so wie es aussieht. Gesundheit und Tempo. Die Frage ist, ach, militärisch Land. Es geht also um eine Art Panzer. Okay, dann bauen wir da jetzt mal sowas wie Kette dran. Jo, das. Wobei, eigentlich wäre ein Fahrzeug. Was ähnlich aufgebaut ist wie kriege ich das hinten einzeln so dran? Nee. Doch. Was ähnlich aufgebaut ist wie unsere Grundstruktur, gar nicht mal so verkehrt. Die Frage ist, kriege ich das hinten einzeln so dran? So. Jetzt müsste ich das nur eigentlich nach da verschieben können. Naja, das funktioniert nicht. So. Keine Ahnung, ob das so funktionieren würde. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Kann ich vielleicht das so machen, indem ich das ein bisschen breiter mache? So. Vielleicht geht das jetzt ein bisschen zentraler. Oh. Sieht immer noch genauso blöd aus. Nee, das funktioniert scheinbar so nicht. Schade eigentlich. Obwohl theoretisch kann ich es ja auch so lassen. Schade, das hat halt mit der Kreatur selber besser funktioniert. Ich könnte es jetzt so ähnlich lassen, aber es sieht halt blöd aus, wenn ich es jetzt genau in die Mitte irgendwie konstruieren könnte. Ja, oder ich muss es halt so machen. Muss ich
bei dir noch ein bisschen weiter nach vorne tun. Ein bisschen zu tief. Die sind auch ein bisschen zu tief. So. Okay, gut. Haben wir eigentlich quasi so eine Art Walker. Bewaffnung. Also ich muss natürlich, ich habe nur eine gewisse Anzahl an Punkte, die ich dafür verwenden kann. So. Also wir sollen ja ein Kampffahrzeug bauen, Brachiator, den würde ich jetzt hier. So, genau, so hier drauf machen. Okay. Und an der Seite machen wir hier. Wow. Okay. Dann müssen wir das so machen. So ein kleiner Kampfmech. So, was haben wir hier? Effekte. Plasmaschacht. Ach so, das. Müssen ja auch rausgucken können, meine Shinto-Agas. Was haben wir noch? Also das scheint echt nur kosmetische Sachen hier zu sein. Hier so wie so Auspuffrohre. Hier so. So. Jetzt haben wir doch so halbwegs vernünftiges Landfahrzeug zusammen. Wobei ich dann sagen würde, doppelt gemoppelt. Machen wir nur eine Kanone hier oben drauf. Lichtring. Ah, ja, so ist es witzig. Ein bisschen leuchten. Ist zwar für ein Panzer und Militärfahrzeug nicht so toll, wenn man es aus der Entfernung sieht, aber das ist ja auch wurscht. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch. Irgendwas, was. Ah, nee, nicht wirklich, oder? Ich meine, das sind jetzt Komplettlösungen. Das Spiel ist so angelegt, dass ich jetzt jede einzelne Detail selber färben dürfte. Das würde aber, denke ich, den Rahmen sprengen, wobei ich glaube, fast müssen wir das machen. Eieiei. Eieiei. Das sieht ja alles so zum. Das würde hier halbwegs noch gehen. Ich glaube, so lassen wir das auch. Ich glaube, besser wird's nicht. Das geht auch noch eigentlich. Nee, Gottes Willen. Auweia. Ich würde auch fast sagen, dass wir hier da nur eine Scheibe draus machen. So, dann sieht das ein bisschen nicht so verniedlichend aus, ob der zwei Augen hätte. Ja, ich glaube, so können wir das lassen.
bestätigen das Ganze. Leona, ja. Ich könnte jetzt noch eine Beschreibung für die anderen Spieler da lassen, so woher das kommt. Da müsste man es eigentlich auf Englisch auch schreiben. Gut, jetzt geht es aber endgültig in die Zivilisationsphase. Ja, und ihr seht schon, da sind die Sachen, auf die ich treffen könnte. Bisher alles von Maxis. Okay, also alles, auf was ich treffen könnte, ist von Maxis. Da mein Rathaus im Hintergrund, mein Fahrzeug. So. Das Zeitalter der Technologie und das Transportwesen ist angebrochen. Deine Stadt ist die erste auf dem Planeten, aber deine Spezies folgt nicht mehr nur dir. Schon bald werden andere Städte entstehen, erbaut von Vertretern deiner eigenen Spezies. Du musst sie einen, um einen Fortschritt vorzuweisen. Genau. So. Du kontrollierst jetzt die Fahrzeuge und die Stadtplanung deiner Nation. Beginn mit der ersten Stadt. Du musst mit den anderen Nationen interagieren, sobald sie auftauchen, um am Ende die globale Herrschaft zu erreichen. Werfen wir mal einen Schritt auf deine Fortschrittsanzeige. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Jede Stadt, die du eroberst, konvertierst oder kaufst, bringt dich deinem Ziel näher, den gesamten Planeten zu kontrollieren. Deine Nation hat anfangs nur eine Spezialisierung. Du kannst aber durch Eroberung anderer Städte auch mehrere erhalten. Ja, das ist also im Endeffekt genau das Gleiche. Du kannst die Kamera frei über die ganze Welt bewegen. Dadurch hast du einen besseren Überblick über deine Städte oder über Fahrzeuge, denen du Befehle erteilt hast. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns die Grundlagen der Kamerasteuerung und die Auswahl eines Fahrzeuges an. Ja, das kann nicht schaden. Halte beide Maustasten gleichzeitig gedrückt, um die Kamera zu neigen und zu drehen. Ja, das können wir ja schon aus der Stammesphase. So, im Übrigen, ne, das worauf ich hinaus wollte, ihr seht, das ist immer noch, ne, der gleiche Kontinent, auf dem wir waren. Ne, nur, dass jetzt halt andere mit dazukommen. Das heißt, wir waren auf einer kleinen Insel sozusagen. Auf dem Planeten Kulain. Aber die Umgebung, ne, ist immer noch dieselbe. Ne, ihr seht hier, sind diese Monumente. Hier in diesem Wäldchen haben wir das erste Mal diese epische Kreatur getötet. Ne, hier war ja auch unser Stamm, unser Dorf. Ne, also das ist, hier sind wir fischen gegangen. Das ist immer noch der gleiche Kontinent, auch vom Aussehen her. Ne? Was wir halt nur sehen, ist, dass jetzt das Ganze ein bisschen globaler läuft. Woran das jetzt so ein bisschen an Universum erinnert. Ne? Hier ist auch mein Rathaus. Ne? Man erkennt sofort wieder. So, schwenke die Kamera mit den Pfeiltasten. Okay. Das geht aber auch so. Na genau. So, das hat so ein bisschen, wie gesagt, jetzt was von Universum. Und hier sehen wir auch diese Geysire. Ah, da ist der andere Planet, den wir vorhin mal gesehen haben, dieser Ringplanet. Wir sehen auch diese Geysire hier, wo ich gesagt habe, achtet mal auf die. Die sind auch immer noch am gleichen Platz. Das ist also immer noch dieselbe Welt. Und das hat mich damals richtig fasziniert, dass da nicht einfach nur eine neue Umgebung einfach genommen worden ist, sondern dass es, ne, auch hier in der Kreaturenphase sind wir ja quasi dann hier durch die Gegend gewandelt. Ne? Das ist also alles tatsächlich original so. So, klicke auf ein Links, was auf ein Fahrzeug. So. Da ist unser Fahrzeug, was wir gebaut haben. Suche in der Nähe nach einem Gewürzgeysir wie diesen. Klicke ihn an und schicke dann dein Fahrzeug zu ihm, um ihn in Besitz zu nehmen. Gewürz ist ein wertvolles Handelsgut geworden. Wenn du es abbaust, klingeln die Staatskassen. Kleine Anspielung auf Dune, auf das Spice, würde ich sagen. So. Die Ziele deiner Nation werden hier angezeigt. Dein erstes Ziel ist es, ein Gewürzgeysir zu besetzen und mit dem Gewürzabbau zu beginnen. Die Kontrolle über Gewürzgeysire erhöht die Produktion deiner Nation. Okay. Dann wollen wir mal. Mal gucken, ob er das jetzt automatisch macht. Müsste, ja. Na, wir sehen jetzt, wie gesagt, meinen Kampfpanzer. Ja, wird jetzt also abgebaut. Wie du siehst, hat der von dir eroberte Gewürzgeysir nun die Identitätsfarbe für deine Nation angenommen. Klicke auf die Übersichtskarte auf dein Rathaus, um die Kamera dorthin zu bewegen, damit du den Bau deiner Hauptstadt beginnen kannst. Ja. Designe eine profitable Stadt.
Gut, kann ich da bestimmt noch einen anderen Gewürzgeisier nehmen? Wer ist denn mit dem hier? Ja, also hier war zum Beispiel die beiden anderen Dörfer. Ne? Hier haben wir, hier war das eine Dorf, hier war das andere und hier haben wir in der Übergang die andere epische Kreatur getötet. So, das heißt, ich werde jetzt mein Fahrzeug. So, Stadtplaner. Diese Registerkarten helfen dir bei der Bedienung des Stadtplaners. Kaufe Fahrzeuge, Gebäude oder öffentliche Objekte, erstelle eine Hymne oder rüste deine Bürger aus. So, wie gesagt, auch die anderen, das sind alles noch unsere Shintoaga-Kreaturen, so wie wir sie entworfen haben. Aber wie gesagt, auch die anderen sind Shintoaga-Kreaturen, die jetzt Städte gründen und so weiter. So, entwirf ein neues Haus. Erhöht die Stadtbevölkerung und die Fahrzeugobergrenze. Genau, Geschütz für Verteidigung. Brauchen wir das erstmal noch nicht. So, aber ich soll jetzt erstmal ein Haus entwerfen. Das machen wir natürlich in einem ähnlichen Stil wie, das machen wir auch ganz, ganz rudimentär. Da halten wir uns jetzt allzu lange nicht mit auf. Na. Ach, okay, es geht gar nicht kleiner. Okay. Na gut, so, dann können wir den Grundkörper ein bisschen größer machen. So. Ja, genau. So, dann machen wir noch ein paar Fenster rein. Oder ein Fenster. Machen wir hier hinten auch nochmal zwei. So. Und so. Ich würde sagen, fertig ist das Haus. Achso, farbentechnisch hatten wir diesen. Gott, jetzt weiß ich schon nicht mehr, welchen Look wir da hatten. War dieser Sandstein-Look, soweit ich weiß. Frage ist, finde ich den jetzt wieder? Ich glaube, der war das. Ja. Ja, genau. Das passt schon. So, benennen muss ich es jetzt auch. Farbe. Hut. So, fertig. So, da haben wir es jetzt. Kostet uns 1600 Gewürzcredits. Da haben wir eigentlich erstmal genug von. So. Da ist unser Fahrzeug. Was können wir noch bauen? Unterhaltung und eine Fabrik. Erhöht das Einkommen, senkt aber die Zufriedenheit. Ja, okay. Unterhaltung. Das ist quasi so eine Art von Theater. Dann nehmen wir mal so ein Teil. So ein Teil. Da machen wir jetzt auch nichts Großartiges. Da machen wir jetzt auch wieder. Ah, weil der ist ziemlich groß, der Eingang. Hier, so eine. Wir sind alle ziemlich groß. Ich glaube, ich muss die Grundstrukturen alle mal ein bisschen größer machen.
Ja. Bisschen höher können wir es jetzt auch machen. So, dann können wir nämlich jetzt hier das Teil draufsetzen. Das ist eine ziemlich frickelige Angelegenheit hier. So. Vor allem, weil der Mauszeiger ja nicht genau. Aufzeiger leider nicht genau drauf passt. Sieht jetzt ein bisschen anders aus als eben, aber egal. So, machen wir einfach. Einfach so, wie man es aus Science-Fiction-Filmen kennt, einfach mal es ist aber alles ein bisschen verschoben. So. Ich müsste es drumherum machen, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust zu. Das sollst du ja auch nicht übertreiben. Wie gesagt, wer da Bock drauf hat, der kann sich da stundenlang mit beschäftigen. So. So, fertig. Muss jetzt auch nicht übertreiben. Oh ja. Ziemlich großes Gebäude geworden, auf jeden Fall. So. Gut, als nächstes die Fabrik. Muss natürlich auch sein. Auf jeden Fall was Langgezogenes. Mal wie so ein X, ein Kreuz vielmehr. Der hier ein bisschen größer ist. So. Ist quasi die Schornsteine drauf. Genau. Kann ich das eigentlich kopieren in irgendeiner Form? Geht bestimmt irgendwie. Aber gut, dann machen wir es jetzt so. Ja, es gibt ja so eigene Assets halt für so Sachen wie Fabriken und so weiter. So, dass es einfach so nach Fabrik so ein bisschen aussieht, genau. Ja, kommen einfach so ein paar. Gerade sagen, die drehen sich bestimmt auch. So, dann brauchen wir noch einen Eingang. Da machen wir wieder unseren altbekannten. Fenster gibt es in der Fabrik natürlich keine. Ja doch, ein paar bauen wir mal ein. So. So. Und
Das ist dann die Fabrik. Die kriegt natürlich dann auch eine Textur. Wie alle anderen auch. Stopp, da war ich zu weit. So. Genau. Fertig. Brumm. Ja, das passt. Dann mache ich vielleicht noch ein M dahinter. Ah, nenne ich es einfach Brumm-Ding. So, kostet 1200. Die kann ich mir auch leisten. Dann... Bauen wir gleich neben das Vergnügungsviertel. So, der Gewürzgleisier ist besetzt. Theoretisch könnte ich ja auch Landfahrzeug kaufen. Genau. Dann habe ich zwei. Jetzt kommt die nächste Zivilisation. Auch ein nettes Gebäude. Ein weiterer Stamm deiner Spezies hat auf deinem Kontinent eine Stadt errichtet. Du solltest sie erobern, solange sie noch schwach ist, oder zum Verbündeten machen. Ja, ist die Frage, kann ich das überhaupt? Das sind die Fähigkeiten. Einzigartigen Superfähigkeiten deiner Nation. Wenn deine Nation wächst, werden sie von deinen Bürgern entwickelt. Also hier unten. Okay. Unverwundbarkeit, mächtige Bombe. Trickbombe. Interkontinentalrakete, Unverwundbarkeit. Okay. Die Stadt ist in der Richtung, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Und da ist noch eine Stadt, ja. Na, die sind jetzt alle auf meinem Kontinent hier, ne? Das ist ja. Und dafür habe ich ja auch die Fahrzeuge hier. Euch gleich noch eins. Ich sehe nicht, warum wir sind eine aggressive Spezies. Noch ein Landfahrzeug kaufen. So, weil wir haben ja zwei Gassiere besetzt. Das und dann würde ich gerade gleich mal sagen, hier greifen wir den gleich mal an. Gleich hier in die Vollen gehen mit vier Panzern. Da wird schon gekämpft. Irgendwo. Greifen wir gleich die Stadt an. So, hier sollte ich auf jeden Fall auch jetzt nochmal auf die Verteidigung achten. Die ist sehr teuer, aber die muss sein. Den Befehl zum Erobern. Oh. Oh. Wir haben auch schon einen Panzer gebaut, dann wollen wir da mal gleich drauf. Erobern. Ganz einfach. So, hier bauen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal Verteidigung. Beziehungsweise erst nochmal ein Haus. Okay.
wir können noch einen weiteren Panzer jetzt eigentlich mal dazu holen. Ah, da wurde ein Geschütz gebaut. Und die sind ziemlich stark, die Geschütze. Das heißt, ich soll die also schnell wegmachen. Ihr seht, wie schnell die runtergehen hier. So. So, aber ich habe ja Nachschub gebaut. Und werde jetzt hier auch nochmal Geschütze bauen. Keine Ahnung, ob ich das jetzt hier alles richtig mache, halbwegs, aber... Auf jeden Fall so nah bei mir sollte kein anderer sein, das ist mal sicher. Die sind natürlich sauer. Eh klar. So. So, das ist jetzt unsere Stadt. Du hast diese religiöse Stadt mit militärischen Mitteln erobert. Möchtest du die Spezialisierung beibehalten, solltest du die Städte mit geringerer Zufriedenheit ins Visier nehmen und ihre Einwohner zu konvertieren. Wähle das Spezialgebiet dieser Stadt. Okay, es war eine religiöse Stadt. Ja, wir bleiben mal im militärischen Bereich. Würde ich sagen. Jede Nation mit mehreren Städten erscheint in deinem Kommunikationsmenü. Wenn du die Maus über das Symbol einer Nation bewegst, siehst du den Stand der aktuellen Beziehungen. Kannst die Gründe für ihre derzeitige Einstellung einsehen oder mit deinem Kommunikationssystem Kontakt aufnehmen. Okay. Okay, auf jeden Fall müssen wir hier auch wieder aufbauen. Und, ja gut, da reicht's noch nicht für. Gut, wir holen uns mal die Geysire hier. Ja gut, die sind nicht gut auf uns zu sprechen, das ist klar. So, aber ich glaube... Ah, ne. Militärisch Luft. Öffentliche... Ach so, kann ich hier so ein bisschen Dekoration machen, ja. Auch gut. Was haben wir hier? Bürgeroutfit, ne, das können wir ja alles schon. Ja, ne, können wir noch nichts Neues machen. Ah ja, der Gewürzgeysir ist dann automatisch mir, das ist auch gut. So, dann sollte ich aber hier auch darauf achten, dass ich hier auch schon mal Verteidigung baue. Keine Ahnung, was dieses Düt-Düt-Düt aussagt. Das wird wahrscheinlich das hier sein, hier unten das... Na ja, gut, die sind sauer auf mich. Du hast uns angegriffen, du bist eine Bedrohung, deine Grenzen sind zu eng gesetzt, ja. Okay, und die blaue Nation ist auch nicht gerade, Geldnation. Also ich würde meinen Kontinent natürlich schon so weit wie möglich,
Gucken, was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Ah, Kontakt. Deine Zivilisation verwirrt uns. Was hast du eigentlich vor? Unser Volk wurde dein Volk stammt vom Weltraumschnecken ohne Gliedmaßen ab. Das stimmt ja nicht so ganz. Wir kommen und bringen Geschenke. Deine Worte beweisen große Weisheit. Pass auf dich auf. Okay. Also, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, ich bastel jetzt hier so viele Panzer wie gehen. Und werde jetzt hier gleich. Ach. Deine Stadt wird angegriffen, verteidige sie, indem du die Geschütze aufstellst, neue Gebäude errichtest und für mehr Zufriedenheit sorgst. Ja. Das passiert ja schon. Das habe ich ja. Deswegen hatte ich ja da so ein Geschütz schon aufgestellt. Na, die haben auch schon Verteidigungsgeschütze aufgestellt. Wir haben sogar schon Schiffe. So. Dann hier auf jeden Fall nochmal ein Geschütz aufbauen. Muss das ja ungefähr so machen, aus welcher Richtung das kommt. Nachproduzieren, glaube ich, so langsam. Ich führe nicht länger Krieg gegen die Waldnation, okay. Okay, ich verliere jetzt all meine Einheiten hier. Natürlich zum Gegenangriff über hier. Aber die Geschütze regeln schon. Ist aber genügend weiß gar nicht, ob die sich automatisch reparieren. Okay, hier sollte ich auf jeden Fall mal einen Zufriedenheitsturm bauen, Unterhaltungsturm bauen. Ah ja, jetzt repariert er sich nach einer Zeit, sehr schön. Und hier müsste ich auch mal eine zweite Fabrik bauen, würde ich sagen. Ja gut, ich greife jetzt natürlich dauernd hier meine Gewürzstation an. Ja, aber
auf den anderen geht es auch rund hier. Das kann man nicht anders sagen. Ja, um die Stadt anzugreifen, brauche ich auf jeden Fall, wie man sieht, die da sehr unzufrieden. Bei mir sind sie relativ zufrieden in der Stadt. Und hier neutral. Das heißt, ich baue hier auch nochmal so einen Unterhaltungsturm hin. Die werden jetzt da auch nicht angreifen, denke ich. So, hier unten ist da auch noch ein Gewürzgeysir. Der ist von Gelb. Mit dem bin ich eh im Krieg. Ne? Das sind ja die hier. Ja. Ich den mir mal schnell holen. Und hier auf jeden Fall noch Kanonen aufstellen. So. Weil der ist ja dann am nächsten halt an der Front dran. Okay, die produzieren ja danach. Gut, ist egal. Dann verliere ich die ein und hole erstmal die hier. Dann hole ich mir die hier oben zurück. Gut, die reparieren sich zwar nur langsam, aber sie reparieren sich. Das ist doch schon mal was. Wobei, die sind alle hier von Gelb schon genommen worden, die Schweine. Selbst die, die ich schon hatte. Okay, gut, dann muss ich auf jeden Fall nochmal aktiv werden. Ich kann erstmal die Kanonen wieder zeigen, was sie können. Naja, die kommen jetzt. So. Und jetzt holen wir uns die hier wieder. Also ich muss bis zur Flugzeuggeschichte muss ich noch zwei Städte erobern. Dann kann ich Flugzeuge quasi designen und auch auf die Welt loslassen, sozusagen. So. Okay, da würde ich mich in die Reichweite der Kanonen mit zurückziehen. So, jetzt zum Beispiel, genau. So, die Stadt ist jetzt voll mit Kanonen ausgestattet. Wobei, einen habe ich jetzt verloren. Gleich. Hätte sich auch wieder von alleine repariert. Sieht fast so aus. Naja. Oder? So, ich muss hier im Endeffekt jetzt so viele Einheiten erstmal schnell aufbauen.
Ja, also da wird jetzt nichts repariert, würde ich jetzt denken. Da bräuchte man gerade diese Kanone hier dann. So, ich würde aber mal 3 los oder 4 losschicken, um sich das Ding hier auch wieder zu holen. Weil umso mehr Einkommen haben wir ja dann auch und können schneller Panzer nachproduzieren. So, dann wollen wir mal gucken hier. Ah ja, okay, jetzt hat es geklappt. Du hast unseren Feind bekämpft. Also gelb ist allgemein anscheinend nicht so beliebt. Naja, wir kriegen da auch schon einen Sack von Blau. Das ist eigentlich ganz gut, da kann ich nämlich gleich angreifen. Wir kommen und bringen Geschenke. Das ist jetzt die Rotnation. Mit der habe ich noch nicht so Probleme. Ja, 100.000 Sport-Dollars machen wir es. Angreifen können. Ne, die Rotnation hatte ich schon. Stopp. Aber die blaue Nation noch nicht. Wir brauchen deine Truppen, wirst du für uns kämpfen. Ja, machen wir einfach noch nichts. Aber die werden die Stadt, glaube ich, einnehmen, wenn das so weitergeht. Und eigentlich wollte ich die ja. Gut, viel wichtiger ist aber erstmal. Dass wir jetzt mal die Geysire wieder hier unter unsere Kontrolle bringen. Die sind also zufrieden hier. Das hat man im Smiley-Feuerwerk gesehen. So. Hier noch nicht so. Hier könnte man aber auch mal wieder ein bisschen was machen in der Hauptstadt. Und zwar mal ein Haus bauen. Okay. Wir greifen jetzt hier einfach mal mit an. Vielleicht machen wir den Last Hit in die Stadt, gehört uns. Wir werden die ziemlich in die Tank genommen, von Blau und von mir. Oh, jetzt führe ich auch Krieg gegen die Blaue Nation. Das ist nicht gut. Ja, weil ich natürlich jetzt auch mit hier versuche, die Stadt zu bekommen. Ganz offensichtlich. Dann bauen wir hier jetzt nochmal Unterhaltung und eine Fabrik hier hin. Wobei, macht das Sinn? Ja, sollte Sinn machen. Okay, dann würde ich sagen, baue ich jetzt hier schnell noch ein paar Panzer mit dazu. Rotnation ist nicht mehr, die sind also ausgelöscht.
Jetzt üben wir mehr Druck gleich aus, glaube ich. Ja. Okay, Panzer, Panzer, Panzer nachproduzieren. Ja, braucht man mehr Häuser für. Okay, gut, dann bauen wir das. Da werden wir wahrscheinlich jetzt von der Blauen Nation angegriffen. Hätte ich vielleicht jetzt gar nicht machen sollen mit dem Mitangreifen da. Und was ist jetzt passiert? Haben wir es? Ja, würde ich sagen. Aus Gelb wurde Rot. So soll das auch sein. Du hast diese militärische Stadt mit militärischen Mitteln erobert. Sie bleibt eine militärische Stadt. Ja. Okay, dann wollen wir gleich schon mal so ein bisschen für Verteidigung sorgen. Oder erstmal für Verteidigung sorgen, dass wir hier ein bisschen Ruhe auch kriegen. Muss da jetzt mit Blau angelegt haben, so ein bisschen. So, hier wäre noch ein Geysir. Den holen wir uns auch. Und auch hier würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal wieder die Verteidigung. Das ist erstmal allerwichtigste. So, da haben wir den Haltungsturm hin. So, dann auf unserem Kontinent hier haben wir theoretisch dann erstmal drei Städte. Quasi unseren Ursprungskontinent, wo wir aufgewachsen sind, wenn man es so sehen will. So, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Haus. Hier bauen wir dann am besten auch eine Fabrik. Da. So, kriegen wir jetzt 400 pro Minute. 800 pro Minute. So, unsere Hauptstadt sollten wir uns aber auch mal kümmern. Genau deswegen, weil die Blauen nämlich die Lufthoheit haben. Dann muss ich da nämlich auch auf Verteidigung achten. Darf ich nicht vergessen. Doch, hier unten ist noch eine blaue Stadt. Ah, okay. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Wie sieht es hier aus? Hier bin ich, glaube ich, voll. Kein Platz für weitere Geschütze, genau. Okay, das heißt, wenn werden die Angriffe jetzt von hier unten kommen. Das heißt, ich platziere mal meine Fahrzeuge hier. Nicht
Ja gut, ich brauche ja auch die Flugzeuge, um wahrscheinlich die anderen Städte dann einnehmen zu können, denke ich mal. Dann bauen wir ja noch eine Fabrik. Und daneben dann noch Unterhaltung. Die Sonnes, das ist die, die ich gerade angemacht habe. Okay, auf jeden Fall da auch mehr Geschütze. Okay, die greifen also scheinbar hier an. Hier sieht man übrigens noch andere Kreaturreste. Ich glaube, das sind hier die, die wir als Nahrung auch genommen haben immer. Ja, also da muss ich auf jeden Fall hin. Und so schnell wie möglich Kanonen da aufbauen. Ihr seht ja, wie schnell meine Kanonen alleine weggepfeffert werden. Ich will die Stadt eigentlich nicht wieder verlieren. Nächste Kanone ist schon weg. Also da muss jetzt meine da muss auf jeden Fall jetzt meine Verteidigungsstrategie liegen. So, gleich nachbauen hier. Komplette Verteidigungsbereitschaft herstellen. So, nebenbei werde ich in meiner Hauptstadt, wollte ich ja noch diesen Unterhaltungsturm bauen, weil hier ist die Unzufriedenheit ziemlich groß. Jetzt habe ich eine Zufriedenheit, das passt. So, die sind sowieso, das passt hier. Die sind auch, haben volle Geschütztürme. Ich glaube, meine Landfahrzeuge sind auch sehr anfällig gegenüber Luftfahrzeugen, was ja eigentlich auch normal wäre. Also richtig wehren kann ich mich scheinbar nicht dagegen. Vielleicht gibt es da ja noch mal eine Möglichkeit. So, ich werde auf jeden Fall alles was geht, werde ich jetzt hier in die Verteidigung stecken. Ich glaube, hier habe ich nämlich keinen Verteidigungsturm. Die werden wahrscheinlich dann eh gleich hier angreifen, schätze ich mal. Naja, werden wir schon irgendwie gebacken kriegen, hoffe ich. Sag mal, wenn erstmal alle mit Geschütztürmen hier ausgestattet sind, dann geht's eigentlich, dann kann man auch mal eine Stadt immer für sich alleine lassen. Aber ich muss auch mal ein bisschen offensiver werden. Naja klar, jetzt greifen sie Shintuaga an, denke ich.
Aber ihr seht, das. Okay, dann weiter Shintoaga sichern, zumindest von hier unten. Also, ist ja meine Hauptstadt sozusagen. So. Der Planet zieht dort vor unserer mächtigen Flotte. Du wirst nicht überleben. Bereite dich auf Krieg vor. Ja, okay. Gut, mit denen kann man jetzt nicht mehr reden. War jetzt aber auch nicht anders zu erwarten. So. Ich muss eigentlich die Geysire da relativ schnell wieder zurückerobern. Habe ich hier eigentlich jetzt alles... Da kann noch einer hin. So, jetzt habe ich die aber auch voll ausgebaut. Ich sag mal, mit dem Teil werde ich jetzt hier... werde ich mir mal die Geysire zurückholen. Während ich die Hauptstadt auch mal voll ausstatten werde. Ja, aber die Stunde ist schon wieder rum. Weiter geht's in der nächsten Episode, wenn wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Also das, was wir quasi jeden Tag probieren. Naja gut, das ist ein kleines Strohfeuer. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.